eine Gewohnheit. Kammerjäger, du hast mit meiner Schwester gesprochen, ist sogar überlebt und kannst berichten. Vergiss diese Harpie. Diese Aufzeichnung, darf ich sie sehen, Kammerjäger? Gibt's im Waffenladen was Cooles? Ich bin auf dem Weg. Was ist das denn? Küsten. Womit her ich komme? Markiere ein Gebiet mit Vortex-Granaten. Ich kann nicht glauben, dass die Kalypsos meine Vater ermordet haben. Ich muss meinen Plattenspieler zum Laufen kriegen. Aber du weißt, dass Aurelia die scheiß Fanatiker schicken wird, um uns zu finden. Wenn wir lange genug durchhalten wollen, um die Kammer zu öffnen, brauchen wir eine eigene Armee. Einen Jacobs Widerstand. Es ist Zeit, Eden 6 zurückzuerobern. Und wir fangen mit der Stadt Reliance an. Ich habe einen Revolverhelden namens Clay angeheuert. Er wird uns helfen. Er wartet vor der Stadt auf dich. Oh nein, ich habe einen Splitter. Du hast also meine Schwester getroffen. Tut mir leid. Fahrstuhl. Warte, ich komme. Bisschen kostenlose Muni mitnehmen. Wir nehmen mal, oder willst du? Ja, gut, dann. Ein schmieriger Bastard, dieser Clay. Ein Schmuggler. Ich vertraue ihm nicht wirklich, aber er hat für Vater gearbeitet und er könnte sein, die Fanatiker in den Dreck zurückzutreiben, aus dem sie gekrochen sind. Was ist das hier eigentlich? Das sieht aus wie ein Autofahrstuhl. Müssen wir da jetzt hin? Nee, da müssen wir doch gar nicht hin. Das ist ja Montier hinterher fährt. Nein, das sah aus wie ein Autofahrstuhl. Ich dachte, wir kommen hier hoch. Eridium. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das schnellste. Sind wir jetzt überhaupt richtig? Ja, wir müssen oben über die Brücke. Es dauert ein bisschen, mein Auto ist nicht so das schnellste. Du hast also das neueste Mitglied unserer wachsenden Familie getroffen. Aurelia, dieses Miststück ist eiskalt. Sie hat versucht, ihren eigenen Bruder zu töten. Kannst du dir das vorstellen? Jedenfalls der großen Kammer, wer sie öffnet, wird zum mächtigsten Wesen im Universum. Das verstehst du doch, oder, Superfan? Dass man der hellste Stern am Himmel sein will, zu hören. Oh. Hä? Was war das jetzt? Ich bin eventuell zu nah ans Tor rangefahren. Ganz ruhig. Okay. Ich bin kein Kämpfer. Bin eher ein Menschenfreund. Ach ja. Nee. Hier drüben, Kammerjäger. Warte aber auf mich. Warten heißt nicht, schieß auf mich. Ich bin Clay. Ich schätze, wir beide sollen einen Jacobs-Widerstand gründen. Magst du mir verraten, mit wem ich es zu tun habe? Mose, ich töte für Beute. Und zum Spaß. Und für Gerechtigkeit und so. Na, also, dann erobern wir mal das Ding. Komm nicht rein. Ich kenne vielleicht noch einen Weg. Folge mir. Sehr gut. Meiner Erfahrung nach braucht ein Widerstand zwei Dinge. Hoffnung und Waffen. Aber vor allem Waffen. Also werden wir diese Stadt befreien, den Waffenvorrat plündern und die Jacobs-Waffen wieder in Jacobs Hände legen. Keine Ahnung, was dir Wainwright über mich erzählt hat, aber das ist jetzt egal. Wir müssen eine Stadt befreien und Banditen töten. Klingt gut. Ja, ich kann's noch. Komm schon. Nicht viele Banditen da unten, Kammerjäger. Zeig mir, wie du kämpfst.
Ich fast schon wieder. Ja, das ist, wir haben jetzt gerade übelst krass gelevelt. Sind nicht scharf darauf zu sterben. Na gut, wir hatten auch mal auf Pferde. Ja. Was auch immer das bedeutet. So, da kann ich gleich meine Schildkapazität, Max Gesundheit machen. Der Waffenschuppen erhöhen. Sollte gleich da drüben sein. So. Waffenschuppen klingt gut. Neue Spielzeuge. Da ist der Waffenschuppen. Also, wie kommen wir da rein? Mach auf. Kommen wir hier wieder außen rum irgendwo. Hier nicht. Ich muss diesen Bastard hier kurz schließen. Du kümmerst dich währenddessen um das Gesinde und befreie auch gleich ein paar Jacobs-Duellisten. Wainwright meinte, dass die KDK einen Jacobs-Waffenspiel namens Gordon geführt hat. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest. Dann befreien wir mal die Karte. Komm raus. Kostet mehr als vieles andere. Sowas denn die Schlaumeier Philosophie. Die testen wir mal. Dann mach mal auf die Bude. Passiert immer noch nichts. Braucht vielleicht noch etwas Aufmunterung von deiner Kanone. Ach, der geh weg da. Der geht doch. Sag mal. So, können wir jetzt da drauf schießen? Gute Arbeit. Hast du den Waffenschmied Dalton gefunden? Hab ihn nicht gesehen. Nur ein paar Fremde. Mist. Wir müssen Dalton finden, aber gehen wir erst in diesen Waffenschuppen. Ein Problem nach dem anderen. Gut geschossen. Strom ist wie ein wilder Hengst. Während er läuft, kann man nicht drauf pissen. Vertrau mir da besser, Kammerjäger. Ui. Das ist Daltons Depot. Na gut, Raketenwerfer. Also nicht mal mit der Pinsel. Persönlich kommen wir da nicht rein. Mal sehen, ob ich hier. Ich hab nur 441er Raketenwerfer. Pass auf meinen Arsch auf, während ich nach Dalton. Nee, ich hab doch noch meinen Raketenwerfer, den ich immer mal verwende. Sprache ist nicht so präzise wie eine Kugel, in den falschen Händen aber genauso tödlich. Okay. Töte KDK, präzise. Und dann machen wir das. Ich habe Dalton erfasst, aber jetzt müssen wir erstmal die Stadt sichern. Du bist hoffentlich hier, um zu kämpfen. Da oben kommt was Dickes. Wir sind hier, um zu sterben. Wenigstens an. Du hast gesagt, dass irgendwo was kriegst. Das habe ich schon erledigt. Das war nur ein Prüfer gewesen. Es sah erst aus wie ein Prüfer. Alles klar, sammeln und nachladen. Da kommen noch mehr. Kammerjäger, nur damit du es weißt, ich habe bereits einige unternehmungslustige Leute angeheuert, um die Schlüsselfragmente zu bekommen. Kostet mich ein kleines Vermögen, das bei einem Nickerchen wieder reinkommt, weil ich sogar im Schlaf Geld mache. In den Saloon! Füllen wir die Was habe ich gelesen mit unseren derzeitigen Einnahmen?
Videos aufrufen, würden wir in einem Jahr die 1000 Abonnenten erreichen und derzeit zwischen 3 und 30 Euro verdienen, ja. Wenn wir monetarisiert wären. Was wäre aber nicht so. Ja, es wird doch noch ein bisschen. Bis Ende des Jahres wäre es cool. Die Abos könnten wir eventuell hinkriegen, aber die Watchtime wird leben. Na, momentan haben wir jetzt, ich glaube, 25 Stunden oder so. Ich habe schon zu Marlene gesagt, die soll, das haben andere Kanäle gemacht, weil Marlene kann auch super geil lesen, die soll Let's Reads machen. Wenn da Glück hast, hast du immer Leute, die lange zuhören. Ich könnte Inkompetenz nicht in den Mund nehmen. Dann tu es nicht. Das Motel ist voller Banditen. Räumen wir ein paar Zimmer. Na, am besten von der Watchtime sind derzeit meine Starcraft-Videos, weil die ganzen aus dem Clan sich die angucken. Miete! Außerdem, du musst mal zuversichtlicher sein, dann schaffen wir das auch alles hier. Unrealist. Nee, das ist falsch, das ist nicht gut. Mein großer Moment. Firehawk! Sag mal, wie viel kommen denn hier noch? Sie können aber noch gut. Zeigen wir ihnen wie. Mit Einschusslöchern. Halt mal. Oh, das war einer von uns. Sei gut. Die Psychos, wenn die dich treffen, die machen gut Schaden. Jupp. Oh. Hast du jetzt gerade aufs Play geschossen? Nein. Zu früh gefreut. Oh. Lass deine Waffe noch nicht abkühlen. Was ist das? Mal sehen, wie du dich gegen meine Brüder und Schwestern der Iridium-Ebene schlägst. Das sieht aus wie Raumschiffe. Das sieht aus wie Arbeit von meinen Raketenwerfer. Wo habe ich ihn denn hingeworfen? Blei und Spuckblut. Es regnet Banditen. Schießen in den Himmel. Brüder und Schwestern. Die Katze! Im Namen der Kalypso! Leider sind das keine Zielfolgen. Bleib auf Distanz! Ich wette, dieser lange Arm wäre ein Schiff. Die dicken Finger sind irgendwie wieder weg. Der nächste, bitte! Flammen des Widerstandes lodern. Jetzt wird es Zeit für einen Scheiterhaufen. Das ist... Hier lang. Okay. Ui, was hast du denn? Guck mal, ich kann hier dicken Puppel schießen. Guck mal. Warte. So ein Korrosions... Oder halt Feuer... Nee, das ist... ich habe jetzt auch eine Schrotflinte. Das ist, glaube ich, auch so eine Raketenwerfer-Schrotflinte. Da kannst du, glaube ich. Die braucht auch, glaube ich, 3 Schuss pro Munition, oder? Nee, brauchst du nicht. Nein, das ist eine Munition. Ich sprich mal mit Clay. Die Ehre gebührt dir, Kammerjäger. Ach, mal Schluck trinken. Ganze Gelaberung. Nein, du darfst nicht realistisch sein, du musst optimistisch sein. Das ist viel besser. Nein. Doch. Spätestens unsere Angelvideos werden ein Erfolg. Ich bin mehr zuversichtlich. Ja, wenn das Wetter jetzt noch ein bisschen schöner wird. Ja. Ich meine, zu zweit angeln darfst du ja noch gehen. Spricht ja nichts dagegen. Weil's nein, wir wohnen nicht zusammen in einem Haushalt, Michael. Aber zu zweit darfst du ja trotzdem noch. Du darfst. Ach stimmt, das war ja im Haushalt mehr als zwei. Wenn du mehr als zwei sein willst, darfst du in einem Haushalt. Ja. Stimmt, ja. Zwei Leute ist noch erlaubt. Der König der Welt. Oh. Knöpfchen drücken. Wie? Das denkst aber auch nur du. Und die Stadt gehört. Eins muss ich dir lassen, Kammerjäger. Ah, wir haben den Chef eingenommen. Und die macht der kann man jetzt nicht auch an die Waffenautomaten. Genau. Anscheinend haben sie KDK dort entführt. Er wird in einem Inselknast namens Fort Sonnenschein festgehalten. Fort Sonnenschein. Oh Gott.
Dalton hat auch für Wainwrights Daddy gearbeitet. Montgomery Jacobs persönlicher Waffenschmied. Dalton macht die besten Waffen des Planeten. Das die dürfen gut. Auf keinen wir müssen Fall dem KDK in die Hände fallen. Wir holen ihn raus. Ich wette, du fragst dich, wie Aurelia Hammerlock. Ich habe einen Haufen episch zu Waffen und so jetzt immer gefunden. Invasion habe ich rausgefunden. Ja, die ganzen Badass-Spionierten. Ja. Aurelia gab den Kalypsos alles, was sie für ihren Überraschungsangriff auf Eden 6 brauchten. Aurelia behauptete auch, sie wüsste, wo der Kammerschlüssel sei. Oh, da oben ist eine Kiste. Wusste sie aber oder? Nicht. Es gibt wohl auch. Ah, nee, von der Kammer her. Das ist ja nur diese. Mich wundert, dass man hier nicht noch irgendwo eine Kiste rumliegen hat. Hier liegt bestimmt wohl irgendwo eine rum. Ich gucke mal, ist da eine Schnellreise in der Nähe, wo wir jetzt hin müssen, oder wo müssen wir hin? Nee, wir müssen da hoch. Doch, da ist eine Schnellreise in der Nähe, da können wir auch Schnellreise machen.